Gut, Freunde, und wir sind dort, wo wir aufgehört haben. Wir haben nämlich mit Knogger Koga besiegt. BD, weiter geht's. Sollen wir mal im Kraftwerk vorbeischauen? Es sei denn, hier kommt irgendeine Sequenz, was sein könnte. Nee, ist nicht. Sollen wir mal im Kraftwerk nachsehen? Mich interessiert das nämlich. Wegen Zapdos, ob Zapdos schon im Kraftwerk ist. Was machst du? Was? Siehst du? Kleine Haarwalle. Keiner weiß. Aber jetzt sieht man. Und zwar kaufen wir uns erstmal ein bisschen Vorrat. Ah, warte, wir kaufen uns hier erstmal kurz Pokebälle. Was? Was? Wie süß! Was ist das für ein Item? Und einfach was geschenkt, Pikamau. Hä? Ja. Ein cooler Schaum, die so lange zerpoliert wurde, dass ihre Oberfläche nun leuchtend glänzt. Krass, okay. Das ist nur zum Verkaufen, oder was? Ey, wie süß, aber keiner weiß. Pikachu packt einfach an aus. Pikamau. Okay, lass mal hier kurz ein paar Hyperbälle kaufen. Supermarkt war wo? Hier zu Recht vielleicht, ne? Genau. Ey Leute, gib mir ein paar Pieperle hier. Ja, hau mal raus, aber jetzt. Ich will gar nicht laufen. Oh, The Dreams. Wir kaufen uns mal. Ich glaube, ich 15. Let's go, rein damit. Hau rein, Junge. Okay, perfekt. Lass mal schauen, was im Kraftwerk abgeht. Let's go. Da bin ich echt drauf gespannt. Ich muss auf jeden Fall meine Pokémon aber noch heilen gleich. Aber das machen wir auch noch. Lol, was ist los, Pikachu? Nein, nicht spielen. Ciao. Du sollst fliegen, Pikachu. Hol mal dein Ride. Hol mal dein Bike. Get your pimp there. Nein. Hier hin, richtig. Man kann zum Felstunnel nicht mehr fliegen. Lol. Okay, krass, dann müssen wir hier. Aggressive Attacke von Pikamau. Wieder wegfliegen. Wir sind so nah an Carpador, aber auch so fern. Carpador, oh mein Gott, RIP. Irgendwann holen wir dich ab, Carpador. Ich hoffe, dann bist du schon Level 100. Okay, let's go. Bitte beben uns mal wieder. Jo, wir sehen uns nochmal. Ciao. Au. Elektroball. Spaltschmutz. Zack, groß mit dir, Junge. Bam, orle, mau. Oh, Ibitak. Ja! Nidorina! Habe ich Nidorina gefangen? Ich glaube nicht. Komm her. Geil! Schau nicht so grimmig. Ja, guck, wir haben noch keins gefangen. Geil. Geil! Geil! Ja, natürlich kommt das raus. Halt still. Nice, sehr schön. Ciao, gib wieder Kau ab.
Jetzt bin ich echt gespannt, ob Zapdos im Kraftwerk schon ist. Boah, ich dachte gerade. Auf geht's. Also ein bisschen Server. Ja, und beim Kraftwerk, bei der Kristall-Edition war das, habe ich meinen ersten, oh, das war noch eine Lurina, habe ich mein erstes Shiny-Pokémon gefunden. Nämlich, Shiny Voltorbahn. Ah, der F, Junge. Oh, ich bin so gespannt auf ein Kraftwerk jetzt. Ohne Spaß. Bin so gespannt. Mark! Wargion. Knochenmaran. Komm mal rum, ja. Warra! Urrelikra! Zack. Oh je, Schlagbohrer. Lol, wie das aussah. Mach doch Beyblade. Keiner weiß. Was? The Legend of Schlurp! Oh mein Gott, Schlurp ist The Legend of Alle! Was? Guck mal! Der führt den Beat! Oh mein Gott, wie konnte ich Schlurp vergessen? Komm, ey, bitte, wie sieht Schlurp aus? Was? Was? Einfach Schlurp. Wie kam man auf Schlurp? Wie kam man auf Schlurp, Freunde? Krass. Krass. Donnerstein. Donnerstein Urin. Okay, Pikachu, unser Starter-Pokémon, können wir nicht damit entwickeln. Freunde, jetzt bin ich gespannt. Kraftwerk. Jetzt bin ich echt gespannt. Boah, ich bin echt sowas von gespannt. Oh, Electek! Was ist los, Pikachu? Pikamon fühlt die Spannung in der Luft und wirkt ziemlich eingeschüchtert. Ja, ja. Zapp das. Sollte Zapdos sein. Oh, wir haben eigentlich schon Elevoltech, aber. Oh lol. Electek meine ich, Electek. Warum schon Electek? Ein Hyperball passt doch richtig schön zu dir. Guck mal, hat die. Nana. Look what you're starting. Oh, bitte, hell no! Oh Gott, bei Zapdos, wenn ich bei Zapdos die ganze Zeit werfen muss, ich heul nachts. Wenn wir bei Zapdos die Bälle ausgehen, ich heul nachts. Ohne Spaß. Ich habe jetzt schon kaum Bälle mehr. Ich habe jetzt schon kaum Hyperbälle mehr. Hey! Ja! Hör auf jetzt! Ich will da noch einen Zapdos fangen, sag mal. Heide, nein. Keiner weiß. So, jetzt. Ich bin auch drauf gespannt. Ich glaube, das sollte wie bei Relaxo sein, gegen legendäre Pokémon. Ich glaube, wir müssen legendäre Pokémon erstmal besiegen, damit wir es fangen können. Junge, Junge, Magnetilo, was ist mit dir los? Konntest du heute nicht schlafen oder was? Bleib mal stehen. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön.
nur gespannt auf Zapdos, ey. Hatten wir schon Magnitude oder was? Slimer! Geil! Geil! Ja, ja, nicht mehr geil. Nice! Sehr schön. Slimer, wie cool. Olle. Geil. Boah, die haben, ich finde, die haben Kraftwerk richtig schön gemacht. Sieht echt geil aus hier. Die haben das echt gut gemacht. Ich bin auch. Was war das? War das Slimer? Ja. Ich bin auch drauf gespannt, was hier als Trainer? Ist das Zapdos? Hm. Ich bin auch drauf gespannt, was für Level Zapdos hat. Ich habe irgendwie gerade 70 im Kopf, aber ich glaube, bei jeder Edition war das ein bisschen anders. Amoroso. Olle. Jetzt bin ich gespannt, was für eine Attacke wir von ihr bekommen. 50 oder 70 sollte der vielleicht sein. So. Ich glaube, es war von Edition zu Edition unterschiedlich, wenn mich alles täuscht. Sag mir nicht, wir bekommen Hydropumpe. Sag mir nicht, wir bekommen von ihr Hydropumpe. Aerodactyl, okay, wahrscheinlich nicht. Also Aerodactyl sollte kein Hydropumpe können. Eigentlich. Aber schauen wir mal, wir werden gleich schlauer. Aerodactyl, wie geil Aerodactyl aussieht. Steinhagel. Oh. Oh. Doch nicht, aua. Ah! Okay, Gestein, das sieht nicht so aus, als wäre es effektiv. Weil wir Eisstahl sind. Gestein ist zwar sehr effektiv gegen Eis, wenn mich nicht alles täuscht. Aber eigentlich, ja. Aber Stahl ist effektiv gegen Gestein, deswegen hebt es das auf, wie es aussieht. Nice. Kabutops, alter, geile Pokémon. Wir bekommen wahrscheinlich Steinhagel. Weil Ammonitas, Kabutops und Aerodactyl sollten alle Steinhagel können. Zack, aber ist auch geil, Steinhagel. Ja, okay, ja. Auf geht's, Anama, komm. Auf geht's, Anama, komm. Auf geht's, Anama, komm schon, triff dein Eisenschweif, nur ein Eisenschweif, nur ein Eisenschweif, Anama, du gehst drauf, mir egal, selber schuld. Warum? Anama, warum? Warum? Sag mir! Warum? Warum? Ich muss einfach nur treffen. So einfach geht das. Shit, Sanama braucht man eigentlich. Egal. Bisa! Da. Was? Ich dachte, die gibt uns Tern. Oh, Magneton! GG. Ja, wow, okay, wir haben doch kein TM bekommen. Na gut. Magnetilo. Magnetilo. In dem Fall Magneton natürlich. Ah! Ah! Ultra einzig Magneton. Thank you.
Pokéball. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr cool. Guck, wie geil sich die Steps anhören. Damals hat man hier, glaube ich, Donner gefunden. War es Donner oder Donnerblitz? Hier ist irgendwo. Nee, weiter unten. Oh mein Gott! Wieso hat's. Oh, das hat mich voll erschreckt gerade. Sonderbombe, okay. Die haben das geil gemacht. Wie sie aussieht, haben die echt geil gemacht. Boah, keine Ahnung, Simon hört so komisch an. Ich erschrecke mich immer noch. Keiner weiß, eigentlich was. Magnetilo. Donner, tatsächlich, siehst du mal. Da siehst du mal. Es ist ein Voltoball. Was? Was? Elektroball sogar. Ja, Elektroball ist andersrum, genau, von der Farbe her, lol. Was? Ah, ich muss dagegen erstmal kämpfen. Das finde ich cool. Das mag ich. Es dann ist, explodiert sich. Was wie verfehlt? War jetzt bitte? Wie geil, komm, wie frech Elektroball aussieht. Keiner weiß, einfach. Keiner weiß. Habe ich für Zapdos auch eine Kampfzeit? Sag mir bitte nicht ja. Hi. Nicht so aggressiv. Oh je, meine. Ich wollte eigentlich Hyperball einsetzen. Nice! Perfekt! Sehr schön. Geil, das war. So, jetzt soll es von rechts Seite gehen, aber habe ich links nicht irgendwas verpasst? Oder irre ich mich gerade einfach? Von hier nach. Achso, kann ich von hier auch nach rechts oder was? Geil. Geil. Pokéball it is. Pokéball it is. Level 48, nice. Ich glaube, wir machen jetzt einen fetten Bootcamp hier, ja? Dass alle Pokémon auf 50 kommen. Level 50, Daydreams. Warte, mir ist stimmt was nicht. Hier ist böse im Busch. Ah, da ist noch ein Elektroball. Wie witzig. Ja, genau, hier wollte ich nämlich hin. Top-Trank, okay, nice. Jetzt. Keiner weiß, wie geil gemacht, aber auch, dass es andersrum ist, weiß. Richtig cool. Olé! Electrobrow! Au! Komm mal ran jetzt, Junge!
Was? Hör doch auf mit so einem Käse, Mann. Uno. Due. The timing. Hey, korrekt, sag mal. Geil. Damals wollte ich jedes legendäre Pokémon mit dem Pokéball fangen. Es war einfach ein Muss, um zu zeigen, ich brauche nur ein Pokéball für dich. So, weißt du, was ich meine? Aber dann, als so neue Pokémon hinzukam, fand ich es cool, wenn ich, wie gesagt, schon im letzten Part, wenn ich dem Pokémon quasi ein Pokéball gebe, was ihm ähnelt, sag ich mal. Genau. Cool. Wir haben ja, glaube ich, schon recht viel entdeckt hier im Kraftwerk. Ich bin halt echt gespannt, ob wir jetzt schon... Ich weiß nämlich nicht mehr, ob wir jetzt schon gegen gegen Zapdos kämpfen können oder erst im späteren Spielverlauf. Electek. Da waren wir auch schon, okay. Ich glaube, ein Elektroball sollten wir noch begegnen, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Es sei denn, ich verwechsel es mit einer anderen Edition oder so. Boah, warum war der jetzt so laut? Donnerstein, nice. Slimer! Da waren wir noch nicht. Wo ist Zapdos dann? Ah ja, siehst du? Ich will wissen, ob... Ey, die verdecken das schon gut. Ich will wissen, ob da Zapdos ist oder nicht, Mann. Die verdecken das schon gut. Au! Ich weiß halt nicht, ob ich will... Zapdos hat auch nur 5 Minuten aus. Bin echt drauf gespannt. Riesiges. Oh, bitte. Komm mal in die Mitte, bitte. Was? Okay. Eine Glückssträhne oder was? Haben wir gerade echt eine Glückssträhne? Bin so gespannt. Ich weiß echt nicht, ob wir schon Zapdos begegnen können oder nicht. Ich weiß es gerade nicht. Wow. Ah, hier ist noch eins. Oh je, können ja mehrere begegnen. Oh, was? Einfach so noch ein Elektroball. Wie groß? Oh, nicht, dass ich keine Pokébälle mehr für Zapdos habe. Oh, lol. Ich verschwende hier gerade jeden Ball. Halt Pokémon, ne? Das passt halt vom Design her zu Elektroball. Der fühlt sich da wohl. Geil. Slimer hätte ich eigentlich auch gern. Slimer, wie cool. Noch ein Elektroball, oh Jemine. Aggressiv. Na.
Komm. Ah. Ah. Aber wenn uns die Pokébälle ausgehen bei einem legendären Pokémon, ist halt echt RIP. Ich werde natürlich davor speichern. Vom Wesen her ist mir egal, du möchtest ein legendäres Pokémon. Ich werde es ähnlich im Team aufnehmen, sag ich mal. Ja, muss es ja, deswegen passt es schon. Soll mal Slimecoin erwarf. Oh! Oh! Es ist einfach da! Es ist einfach da! Tatsächlich! Oh mein Gott, das wird... Oh, ich bin so drauf gespannt, was jetzt abgeht, Freunde. Ich bin so drauf gespannt, was jetzt abgeht. Oh mein Gott. Das sieht so geil aus. Guck mal. Ah, Zapdos! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow! Wie Angst Pikachu hatte. Mehrere Statuswerte von Zapdos wurden erhöht. Ich kann nicht reden. Level 50, okay, Level 50, das sollten wir schaffen. Und zwar gehe ich ein bisschen taktisch vor hier an der Stelle. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Zapdos uns wegfehlen könnte. One-Shot. Wie verfehlt. Hör mal auf jetzt, bitte. Ja. Das geschieht dir recht, mein Freund. Seine Aufgabe ist einfach nur Öhrig zu treffen. Sehr gut gemacht. Und die anderen müssen dann irgendwie runterbekommen. Wie geil, Mann! Wie geil, ohne Spaß, wie geil! Und schau. Jetzt die Frage, kann man auf Zapdos fliegen? Der hat durchgehalten, sehr schön, Knogger. Sehr schön. Bam! In your Fresse. Sehr schön. Ja, so holen wir den runter. In 4 Minuten sollten wir das schaffen. Das sollten wir schaffen. Allein schon wegen Verbrennung. Auf einmal halten sich einfach keine OSG. Oh mein Gott, richtig geil. Richtig geil. Knogger, tut mir leid. Nächstes Pokémon rufen, let's go. Sandama, komm. 1-2 Eissieb und das Ding sollte geschockt sein. Oh, wie geil die das gemacht haben. Wie geil die das gemacht haben. Donnerblitz. Oh! Siehst du? Ja, war klar, dass er gut Schaden macht. Aber wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Nice, sehr schön. Sorry, Sandama. Und jetzt Pikachu, komm, du darfst das Ganze beenden. Pikamau. Überleg mal, du drückst auf Flucht. Bidi! Überleg mal, du klickst auf Flucht. Überleg einfach mal. Spritzelturbo. Jetzt, Freunde, jetzt bin ich gespannt, ob wir Zapdos überhaupt fahren können. Wäre egal, wenn es natürlich in einem Hyperball. Oh. Oh. Das fliegt ja links und rechts die ganze Zeit. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, die können nicht fliehen. Während des Fangversuchs wird es ruhiger, okay. Aha. Fuck it. So, wie machen wir das? Einsetzen. Okay, und dann wechseln wir auf Hyperball natürlich. Jetzt brauchen wir eine ruhige Hand. Okay, so rückwärts jetzt nicht. LeBron James? Oh, mager. LeBron? Hä? Hä?
Nur einmal. Ja, ja, fast hätte es geklappt. In deinen Träumen vielleicht. Fast hätte es geklappt. Wo ist mein Ball? Wieso bist du so weit oben? Okay, legendäre Pokémon zu fangen ist schon schwer, wie es aussieht. Krass. Ey, ich bin mir aber nicht sicher, ob das flieht oder nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ja! Ja! Zapdos. Der Name Zapdos ist allein schon krank. Freunde, damals, als bei uns im Freibad gewittert hat oder an sich, als es so Gewitter gab, und ich war mal natürlich ein Kind, da habe ich immer gesagt, Zapdos kommt, wegen den Gewitterwolken, ja richtig im Film. Oh, es ist schon groß und wiegt viel. Dieses legendäre Vogelpokémon erscheint, wenn sich der Himmel verdunkelt und Blitze unablässig herunterdonnern. Ich hatte so einen Film einfach mit Zapdos. Geil! Pikachu, was sagst du dazu? Ja? Pikachu kann kaum glauben, was gerade geschehen ist. Ja! Richtig geil, oder? Richtig geil, Freunde. Richtig geil zum Abschluss dieses Parts. Auf jeden Fall haben wir uns Zapdos geholt. Oh, jetzt hätte ich schon Bock auf Zapdos, um ehrlich zu sein, du. Darf ich nichts verzählen. Und komm, das ist sanft. Okay, neutral. Passt, kein Thema. Alles gut. Auf 3 Werte, Max. Willst du mich verarschen, krank? Ich will jetzt, Freunde, jetzt kommt der Moment. Fliegt man auf Zapdos, ja oder nein? Das ist gerade die Frage. Kurzklogger einfach auswechseln, einfach so. Jetzt bin ich gespannt. Ah, leider nicht. Aber wie brutal sieht es aus, wenn ich einfach einen Zapdos begleitet? Ich finde Welche von den drei findet ihr geil? Lavados, Arktos oder Zapdos? Ich muss sagen, ich habe eine Vorliebe für Zapdos und Arktos, um ehrlich zu sein. Zapdos, die Farben von Zapdos sind übertrieben geil. Und an sich, wie Zapdos aussieht, sieht brutal aus. Schaut mal. Einfach ein Zapdos! Einfach ein Zapdos sind du! Ich wollte eigentlich mit Zapdos nicht im Team spielen, aber... Es macht mir schon schwer, es nicht ins Team aufzunehmen. Guck mal, wie süß! Schau mal, wie es mich anschaut. Freunde, so viel zu diesem Part. Wir haben uns Zapdos ergattert. Im nächsten Part geht es dann weiter mit unserem Abenteuer. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.